Die neue Folge von HIP TV wird Ihnen präsentiert von den Experten der Ergo Versicherungsgruppe. Heute ja. Der Kabelbrand Flashmob. Richtig. Wie kam dir auf die Idee, einfach mal eine Choreo mit Taschenlampen auf dem Hohenzollernring zu fabrizieren? Ja gut, die Idee ist natürlich daraus entstanden, aus dem Hintergrund der Party, weil wir halt ein bisschen was Neues machen wollten und das müssen wir bitte nochmal drehen. Warum machst du beim Flashmob mit? Ja, ich habe schon einige Videos gesehen, fand es ganz cool und deshalb habe ich mich entschieden, mal mitzumachen. Was ist denn überhaupt ein Flashmob? Keine Ahnung. Fragen Sie. Ja, ihr macht dabei mit und wisst nicht, was es ist? Wer kann so mit mir reden? Meine Mutter wischt damit zu Hause immer die Diele. Warum sagt ihr euch, okay, das unterstützt man, da machen wir mit? Ach, weil das Spaß macht. Das wisst ihr doch vorher noch nicht. Ja, sind immer gut. Ja. Kölner sind spontan. Würdest du alles mitmachen oder gibt es auch so irgendwelche Sachen, wo du so eine Grenze für dich selber siehst und sagst, nee, also das mache ich dann doch nicht? Keine Ahnung, ich würde nur das mal mitmachen, was mir Spaß machen würde. Was macht dir so Spaß? Nackt ausziehen, übers Wasser gehen. Wegen Jesus. Das habe ich ein paar Mal probiert, so übers Wasser zu gehen, aber das hat nicht so ganz geklappt. Die Choreo sitzt? Ja, ich denke schon. Wie oft geübt? Eben so 5-mal haben wir ganz spontan mit der ganzen WG zusammen. Ach, die ganze, wo ist denn die WG? Wie haben Sie davon erfahren heute? Aus dem Internet. Wo da genau? Ja, unter Flashmob. Ach, da gibt es dann auch so spezielle Seiten, wo die alle gelistet werden? Ach. Internet. Irgendwie ist das an mir vorübergegangen. WG. Du bist WG? Ja. Ich bin auch WG. Und läuft die so? Ja, wunderbar. Klasse. Ja. Doch, ja. Auch zusammen geübt? Wir haben heute erst Klopapier gekauft. Alles in Ordnung. Du wisst aber schon, was ihr machen müsst. Ja, wir sollen tanzen. Ja, aber was wisst ihr nicht? Nee. Und es geht los. Laura und Yvonne von Kabelbrand, ihr habt das Ganze initiiert. Seid ihr zufrieden? Ja, der Oberhammer, ey. Wir haben wirklich Köln geflasht und ich bin sprachlos. Ich bin noch am Zittern und die Leute waren einfach der Wahnsinn. Es war grandios. Als Stargast bei der nächsten Party dabei, Markus mit kleine Taschenlampe brennt? Ich weiß es Wer nicht. Wer zur Hölle ist Markus? Kleine Taschenlampe brennt.
schreib ich lieb dich in den Himmel. Wie ist das mit der Stadt? Gibt es da Probleme oder muss man sowas ankündigen oder macht man das wirklich dann, okay, scheiß drauf, wir machen's? Also wir haben die Polizei angerufen, ist natürlich ganz ordnungsgemäß erkundigt, ob das in Ordnung geht. Das geht in Ordnung, solange das keine Demonstration oder politische Geschichte ist, muss man das auch nicht genehmigen lassen. Okay, aber Kabelbrand ist ja irgendwie eine Politik auch für sich. Zumindest eine Philosophie. Oder? Euch vielen Dank und das schönen Abend noch. Wir sind raus, ciao. Ja? Die neue HipTV-Folge wird präsentiert von der Ergo-Versicherungsgruppe. Blenden wir ab jetzt? Da ist das schon noch. Ach, von den Experten? Ja, aber ja. Aber die sagen doch nur Versicherungsgruppe alle zusammen, oder? Von den Experten der Ergo-Versicherungsgruppe. Okay, dann machen wir ihn nochmal.